Im heutigen Video geht es um den Einsatz von Equalizern, und zwar um den normalen Equalizer und seinen mystischen Verwandten, den phasenlinearen Equalizer. Wann setzt man sie ein? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Und vor allem, welcher von beiden ist besser? Das klären wir heute, und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und bei der Suche nach der Frage der Woche, die ich ja donnerstags immer im Video mit aufnehme, bin ich über eine Frage gestolpert, die in der Beantwortung so komplex war, dass ich gedacht habe, ich mache daraus nicht nur eine Frage der Woche, sondern gleich ein ganzes Video. Und dann bin ich im Live-Mix auch noch darüber gestolpert, dass ich einen Anwendungsfall dafür hatte. Es lohnt sich also doppelt heute, hier mal dran zu bleiben. Aber um welche Frage geht's eigentlich? Es geht ja um Equalizer, wie ich gerade schon angetextet habe. Gucken wir mal in die Frage der Woche von Steffen. Und Steffen schrieb, irgendwann mal ein Video gesehen, wo du von Low-Cut-Filtern zur Sicherheit sprichst. Ja, das mache ich relativ regelmäßig, und falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier mal ein Video zum Thema Low-Cut-Filter einblenden. Jetzt habe ich letztens ein Video gesehen, das aussagt, dass jeder Filter, also auch Equalizer, die Phase verändert. Diese sei dann nicht mehr linear. Soweit so richtig. Quelle White Sea Studio EQing Myth Nummer 1. Das ist der holländische Kollege, der immer so tolle energetische Videos macht. Habe das Thema nicht ganz durchblickt. Kannst du mal ein Video dazu machen, oder gibt es schon eins, das ich verpasst habe? Nein, Steffen, es gibt tatsächlich zu diesem Video, zu diesem Thema noch kein Video, aber das Thema Equalizer, und zwar normaler Equalizer oder auch minimalphasiger Equalizer, wie man sagt, und phasenlinearer Equalizer ist schon ein Thema, was ich schon relativ lange auf der To-Do-Liste draufstehen habe. Es ist immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil es doch relativ komplex ist, aber wollen wir heute einfach mal ein bisschen technisch werden, denn es lohnt sich auf jeden Fall zu verstehen, was dahinter steckt, dann kann man nämlich demnächst Probleme im eigenen Mix ein kleines bisschen besser vermeiden, zum Beispiel die Probleme, die ich dir später in der Session zeigen werde, wo ich über meine eigenen Beine gestolpert bin. Denn ich habe bisher immer behauptet, dass ein Low-Cut-Filter in der Regel, also in einem normalen Equalizer, keine negativen Auswirkungen auf ein Signal hat. Jein. Im relativ hochfrequenten Bereich ist das auch so, aber im tieffrequenten Bereich kann das doch zu gröberen Problemen führen, wie ich letztens feststellen wollte. Sollte. Aber kommen wir erstmal zum Thema. Ich rede die ganze Zeit über einen Equalizer, über zwei verschiedene Modelle. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Der normale Equalizer, ein minimalphasiger Equalizer, wie man im Fachterminus auch sagt, ist ein Equalizer, mit dem man ein Signal erstmal im Frequenzbild bearbeiten kann. Das kann man mit, im Prinzip mit jedem Equalizer, kann man auch mit einem phasenlinearen Equalizer. Man kann zum Beispiel einen Low-Cut machen, also die Bässe oder alles unterhalb einer Grenzfrequenz abschneiden. Man kann verschiedene Frequenzbereiche anheben oder absenken. Man kann in den Höhen ein bisschen bearbeiten, entweder anheben oder absenken oder ganz abschneiden. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das kann man auch mit einem phasenlinearen Equalizer. Wo ist also der Unterschied zwischen den beiden? Der Kollege von den White Sea Studios hat es ja schon gesagt, jedes Filter verändert ein kleines bisschen die Phasenlage von einem Signal. Dazu muss man natürlich jetzt erstmal wieder ins Detail gehen. Was ist die Phasenlage eines Signals? Am Ende des Tages ist es ja eine Wellenform. Ne? Jedes Audiosignal ist eine Wellenform, die mal raufläuft und mal runterläuft. Im Prinzip wie bei einer Sinuskurve muss man sich das vorstellen, nur ein kleines bisschen komplexer. Und wenn diese Wellenform dann hier über einen Nullpunkt läuft, meine Hand ist jetzt der Nullpunkt, dann ist hier mal im positiven Bereich, hier mal im negativen Bereich, wieder im positiven Bereich, und so gestaltet sich die Wellenform, und die Phase ist entweder hier positiv oder negativ vom Signal, ne? Immer rauf und runter. So läuft halt die Phase. Was passiert jetzt, wenn man mit einem Equalizer ein Signal bearbeitet? Letztendlich nichts anderes, als dass hier diese Phase, die normalerweise so laufen würde, insgesamt ein kleines bisschen zeitlich verschoben wird und dadurch eben nicht mehr an dem Punkt ist, wo sie vorher gewesen ist. Macht normalerweise keinen großartigen Unterschied. Es kann aber passieren, wenn du, wie in meinem Fall, zum Beispiel zwei gleiche Signale bearbeitest. Ich habe einen Bass dupliziert und hatte zwei gleiche Bässe. Und den einen habe ich mit einem Low-Cut und den anderen mit einem High-Cut bearbeitet. Da gab es eine leichte Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Signalen, und die hat dazu geführt, dass ich eine Auslöschung bekommen habe. Denn die Verschiebung der Phasen, diese zeitliche Verschiebung durch die Bearbeitung mit dem Equalizer, hat tatsächlich dazu geführt, dass bei dem einen Signal die Phase nach oben noch lief und durch die zeitliche Verschiebung bei dem anderen aber zur gleichen Zeit nach unten, und dadurch haben sich die beiden Phasen ausgelöscht und ich hatte keinen Druck mehr im Bass. Ich habe das im Live-Mix darauf geschoben, dass mein Kopfhörer irgendwie spinnt, dass ich nicht richtig hören kann und so weiter, und wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt es natürlich an der Badehose. Am Ende des Tages bin ich aber nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht am Equalizer liegen könnte. Warum? Weil ich nicht darüber nachgedacht habe, was ein phasenlinearer Equalizer macht. Der macht nämlich das Gleiche, das heißt, der bearbeitet auch das Signal mit einem Low-Cut in dem Fall zum Beispiel,
oder mit einem High-Cut und der bearbeitet auch die Phase. Das heißt, der verschiebt das ganze Signal auch ein kleines bisschen in der Phase. Aber ein normaler Equalizer verschiebt die Phase nur in dem Bereich, in dem er aktiv ist, also zum Beispiel in dem Bereich, wo der Low-Cut arbeitet. Und ein phasenlinearer Equalizer verschiebt das gesamte Signal. Also das komplette Frequenzspektrum wird ein kleines bisschen in der Phase verschoben und dadurch ist die Auswirkung nicht ganz dramatisch, denn dieses gesamte Signal wird ja ein kleines bisschen in der Phase zeitlich nach hinten verschoben und die DAW, also Logic, Pro Tools, Cubase, Fruity Loops, Reaper und wie sie alle heißen, auch Studio One, ziehen dann im Bereich des Latenzausgleiches, also der Verzögerung, die jedes Plugin hat, ziehen die das ganze Signal wieder um diesen Faktor nach vorne. Das heißt, die Phasenlage von diesem bearbeiteten Signal in einem phasenlinearen Equalizer ist die gleiche wie das Ausgangssignal. Also nochmal zum Mitschreiben, bei einem normalen Equalizer wird nur in dem Bereich die Phase verschoben, in dem bearbeitet wird und bei einem phasenlinearen Signal, Equalizer wird das gesamte Signal ein bisschen in der Phase verschoben und dann durch die DAW aber wieder nach vorne geholt und ist dann quasi phasenstabil mit dem Ausgangssignal. Und da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz, denn die Bearbeitung von mir, von diesem Bass, von zwei gleichen Signalen, aber mit zwei unterschiedlichen Equalizern, hat tatsächlich dazu geführt, dass die Phasenlage im Bearbeitungsbereich sich so verschoben hat, dass ich keinen Druck mehr hatte. Wie das genau ausgesehen hat, wie das geklungen hat und vor allem, wie ich es behoben habe, das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Session an. Und danach klären wir dann noch die Frage, welcher von beiden Equalizern denn eigentlich besser ist, weil das interessiert uns am Ende des Tages auch, ne? Was ist eigentlich besser von beiden? Wir gehen jetzt aber erstmal in die Session rein, schauen, was da tatsächlich passiert ist, hören uns das vor allem auch an. Und falls dir dieses Video jetzt nicht zu technisch ist und vielleicht gut gefällt, dann drück doch auf jeden Fall auch mal auf den Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück ganz schnell auf zweimal nach Daumen nach unten und dann hier auf das nächste Video auf der linken Seite. Und wir gehen jetzt aber in die Session und schauen mal, was tatsächlich mit diesen Equalizern gemacht, verbrochen oder aber auch behoben werden kann. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich habe den Kandidaten hier quasi schon auf dem OP liegen. Nämlich die beiden Bassspuren, die ich vorbereitet habe, die ich ja eigentlich voneinander trennen möchte über die beiden Equalizer, ne? Damit einmal ein Bassbereich übrig bleibt, den ich separat bearbeiten und anheben oder abmischen kann insgesamt im Mix und einen Hochtonbereich, den ich auch separat dann abmischen kann und bearbeiten kann. Will sagen, ich habe den Bass mehr unter Kontrolle, indem ich Bass- und Hochtonbereich separat voneinander regeln kann. Soweit die Theorie. Im Moment ist das hier die Ausgangslage. So klingt es gerade. Über Schönheit kann man streiten, das ist ein MIDI-Bass, der stark verzerrt ist, aber wir wollen das Ding ja in den Mix bringen, deswegen habe ich diese Trennung hier vorgenommen. Jetzt habe ich die beiden Equalizer mal vorbereitet und ich habe dazu extra die Equalizer genommen, die hier bei Studio One mitgeliefert werden und du siehst hier, wenn ich die mal aktiviere, siehst du, dass die hier eben den High-Cut haben, also alles oberhalb von 90 Hertz wird abgeschnitten und auf der anderen Seite den Low-Cut, alles unterhalb von 90 Hertz. Sollte sich ergänzen, sodass am Ende des Tages quasi da ein ganz normaler Bass bei rauskommt. Aber wir hören mal rein, was jetzt tatsächlich passiert, wenn ich die beiden aktiviere. Wir fangen mal an ohne und dann mache ich ihn mal an. Folgendes. Also, dass es leiser wird, liegt ja in der Natur der Dinge. Denn ich schneide bei dem einen Bass, schneide ich obenrum alles ab, bei dem anderen untenrum und zusammen sollten die sich ja ergänzen und dann natürlich die Lautstärke eines normalen Basses rausdrücken. Aber dass es so dünn wird untenrum, ist mir tatsächlich im Eifer des Gefechtes nicht aufgefallen. Warum? Weil ich keinen AB-Vergleich gemacht habe. Ich hatte vorher nicht separat in den Bass ohne die Equalizer reingehört, sondern habe das einfach reingeklickt, so wie ich das immer mache und bin davon ausgegangen, dass es auch in diesem Fall natürlich gut geht. Pustekuchen und dass so eine starke Auslöschung da stattfindet, liegt unter anderem daran, dass ich hier in dem Bereich dieses Mal mit einer Flankensteilheit bei einem Low-Cut von 12 dB pro Oktave gearbeitet habe. Ich bin jetzt hier zwar im High-Cut, gehen wir mal hier auf die rechte Seite, bei 12 dB pro Oktave gearbeitet habe. Das heißt, die Absenkung ist über einen sehr langen Zeitraum hat die stattgefunden und zwar bei beiden Equalizer. Normalerweise nehme ich 24 dB pro Oktave, dann fällt die Flankensteilheit nicht ganz so flach aus, sondern eher stärker und dann ist der Übergang nicht so schlimm gewesen mit der Phasenverschiebung oder ist mir bisher zumindest noch nicht negativ aufgefallen. Vielleicht auch da Fehler meinerseits. Aber wie gesagt, jetzt in dem Fall war es halt so dramatisch und dadurch, dass ich nicht AB gehört habe vorher und nachher, ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe es blöderweise auf meinen Kopfhörer geschoben. Ja, shame on me. Und es ist mir deswegen auch nicht aufgefallen, weil wir hören mal rein, was passiert, wenn ich den High, also den Tiefbass hochschiebe. Man kann durchaus Tiefbass hören. Der war also nicht weg, ne? Er ist nur sehr tief.
So, ich bin also über meine eigenen Füße gestolpert und deswegen wollen wir jetzt mal gucken, wie man das Problem beheben kann. Nur aber zu meiner Ehrenrettung. Du könntest ja jetzt sagen, das liegt am Equalizer. Hättest du mal nicht den eingebauten Equalizer von Studio One genommen, sondern hättest mal einen hochqualitativen Equalizer genommen. Nur mal, um es zu beweisen. Ich mache mal die Equalizer hier aus, die hier mitgeliefert sind von Studio One und mache mal die Varianten vom Fab-Filter an. Wie du hier siehst, gleiche Einstellung. Wir haben ja auch 12 dB pro Oktave Absenkung. Einmal hier beim High-Cut mit 90 Hertz und auf der rechten Seite ist es dann bei dem anderen Bass ein Low-Cut mit 90 Hertz, auch 12 dB Flankensteilheit und das Ganze genauso eingestellt wie die Equalizer, die bei Studio One mitgeliefert werden. Und was passiert, wenn ich die aktiviere? Machen wir mal Folgendes. Und hier auch, die Seitenleiste muss noch weggehen. So, zack, kann ich das deaktivieren. So, ohne. Und jetzt mit. Gleiches Ergebnis. Das heißt, der Fab-Filter macht genau das Gleiche, was der mitgelieferte Equalizer auch macht und sorgt dafür, dass das Signal auch da dünner wird untenrum und dass es tatsächlich diese Phasenauslöschung gibt, wie bei einem normalen Equalizer. Kommen wir zur Lösung des Problems. Ich mache nochmal die originalen Equalizer an. Die Lösung des Problems war letztendlich, weil ich ja das Problem jetzt identifiziert hatte, frei nach dem Motto Gefahr gebannt, wenn Gefahr erkannt, ne umgekehrt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich musste einfach die Phase bei einem Signal drehen. Das geht relativ einfach. Bei jeder DRW gibt es ein kleines Tool und hier bei Studio One heißt es dann das Mix-Tool, das hier zu finden ist in der Tabelle von unseren Plugins. Das aktiviere ich mal, ziehe ich mal hier rüber und da kann man sehen, dass es hier einen Phasenschalter geht. Invert Phase heißt einfach, dass der vom gesamten Signal die Phase dreht und damit sollte das Problem dann auch erledigt sein. Die beiden Signale sollten sich dann wieder ergänzen und die Phasenauslöschung wird dann zu einer Phasenergänzung quasi und sollte dann zu einem druckvollen Bass führen. Sollte, hören wir mal rein, was passiert. Also hier das Dünne und ich aktiviere jetzt mal die Phase, also die Phasendrehung. Bingo, das war's. Ich musste einfach nur bei einem von den beiden Signalen die Phase drehen und das war der Schlüssel zum Erfolg quasi. Damit wurde mein Mix insgesamt sofort druckvoller und alles machte wieder mehr Spaß beim Hören. Das war das Problem. Also tatsächlich über die eigenen Füße gestolpert. Was hätte aber jetzt ein phasenlinearer Equalizer gemacht? Das Tolle, ich mache mal dieses Plugin wieder aus, das Mix-Tool. Das Tolle am Fab-Filter ist tatsächlich, dass man den einstellen kann, wie man lustig ist. Das will sagen, wir schauen nochmal rein hier in die beiden Fab-Filter. Man kann hier unten, kann man hier, da wo Zero Latency steht, da kann man einstellen, was passiert, was für eine Bearbeitungsart dieser Equalizer haben sollte. Zero Latency bedeutet keine Latenz im Plugin, bedeutet, dass es ein ganz normaler, minimalphasiger Equalizer, wie auch der mitgelieferte hier von Studio One ist. Aber ich kann, wenn ich hier draufklicke, einstellen, dass ich den linearphasig benutzen möchte. Das heißt, er soll dafür sorgen, dass die Phase eben nicht beeinträchtigt wird. Das machen wir mal. Ich mache mal hier linearphasig, stelle ich hier mal ein und bei dem anderen auch. Und dann hören wir mal an, was passiert, wenn ich die beiden jetzt aktiviere, wo sie ja jetzt auf linearphasig eingestellt sind. Das heißt, die Phasenverschiebung findet nicht statt, also sollte ergo auch keine Auslöschung stattfinden. Beide sind deaktiviert und ich werde sie dann nochmal anmachen. Auf die Plätze, fertig, los. Wie gesagt, das Signal wird leiser, ist ja klar. Bei dem einen Signal schneide ich obenrum alles weg, bei dem anderen untenrum. Zusammen ergänzen die sich zu einem normalen Bass. Aber nach dem kleinen Knackser, nämlich dem Ausgleich der Latenz, den die DAW jetzt berechnen musste, hast du gehört, dass der Druck untenrum nicht flöten gegangen ist. Das heißt, der linearphasige Equalizer hat in diesem Fall die Bearbeitung sauber vorgenommen und es gab keine Phasenauslöschung im Tiefbassbereich. Mit anderen Worten, hätte ich einen linearphasigen Equalizer genommen für diese Trennaktion, dann wäre mir kein Problem passiert und dementsprechend hätte ich auch kein Problem im Mix gehabt. Ja, so schnell kann es gehen, aber wie gesagt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Beim nächsten Mal achte ich drauf und werde das nochmal überprüfen, ob der Bass tatsächlich gewinnt oder verliert durch den Equalizer und kann im Zweifel mit einem Mix-Tool und mit einem Phasendreher dann tatsächlich gegensteuern. So viel dazu, aber klären wir jetzt noch die Frage, welcher von beiden besser ist? Das machen wir nicht hier, das machen wir drüben. Also das war noch eine ganze Menge Wissen aus dem Bereich der Praxis und man konnte auf jeden Fall sehen, dass selbst wenn man keinen phasenlinearen Equalizer zur Hand hat, dass man durchaus Hilfsmittel findet in der modernen DAW, mit denen man das Problem beheben kann. Nach dem Motto, Gefahr erkannt,
Gefahr gebannt. Jetzt ist es ja so, dass nicht jede DRW einen phasenlinearen Equalizer an Bord hat. Studio One, wie wir gerade gesehen haben, hat keinen an Bord. Logic hat definitiv einen an Bord. Ich weiß aber nicht, wie es mit den anderen DRWs aussieht. Wie sieht es mit deiner DRW aus, wenn sie nicht Studio One oder Logic heißt? Wenn sie Cubase, Pro Tools, Reaper, Fruity Loops, Reason oder sonst wie Ableton heißt, haben die einen phasenlinearen Equalizer an Bord und benutzt du den regelmäßig und vor allem, wie setzt du ihn ein? Schreib's doch mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie du den Einsatz siehst und vor allem, wie du zu diesen Phasenauslöschungen stehst, ob es dir gefällt, ob du es in Kauf nimmst, ob du dir dessen überhaupt bewusst bist oder jetzt erst bewusst geworden bist, das demnächst überprüfen willst. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was du mir unten reinschreibst. Kommen wir noch zur Frage, die ja noch offen ist. Welcher von beiden Equalizern ist denn jetzt eigentlich besser? Und ich glaube, die Antwort ist nicht ganz so einfach zu geben, denn es kommt schon drauf an, wann und wo man den Equalizer einsetzt. Ne? Wir können ja mal zu den Vor- und Nachteilen kommen. Ein normaler Equalizer hat den Nachteil, dass natürlich solche Probleme wie gerade gesehen auftreten können. Also Phasenauslöschungen in einem Bereich, wo sich vielleicht zwei Instrumente überlagern und durch die Bearbeitung mit dem Equalizer tatsächlich so in die Quere kommen, dass eher Phasenauslöschungen stattfinden und das Signal dadurch drucklos wird. Das wäre der Nachteil, der mir einfällt. Und natürlich, dass die Phasenverschiebung, die im Bearbeitungsbereich stattfindet, tatsächlich auch einen gewissen Einfluss auf den Sound hat. Die Frage ist nur, ist es ein guter oder ist es ein schlechter Einfluss auf den Sound? Denn ich denke, ja, es ist ein schlechter, wenn sowas passiert, wie wir es gerade gesehen haben. Es ist aber ein guter, weil das natürlich auch einen eigenen Charakter mitbringt. Das heißt, der Equalizer, der normale Equalizer, hat durch seine minimale Phasenverschiebung im Bearbeitungsbereich natürlich auch einen eigenen Sound. Und ehrlich gesagt möchte ich persönlich nicht auf diesen Sound verzichten, denn ich habe mich dran gewöhnt und negativ ist er mir bisher auch nicht aufgefallen. Ne? Ich bin jetzt aber auch nicht der ultimative, ich höre das Gras wachsen Soundfetischist, sondern ich bin jemand, der einfach damit arbeitet, was er hat und dem das gefällt, was er da hat. Ne? Das ist also ein Vor- und ein Nachteil in einem. Auf der einen Seite verändert er den Sound, auf der anderen Seite kann das natürlich zu Charakter führen. Kommen wir zum phasenlinearen Equalizer. Der hat diese Art Charakter nicht, weil er natürlich phasenlinear arbeitet und eben die Bearbeitung von der oder die Veränderung der Phase insgesamt durch die DRW wieder ausgeglichen wird. Das ist der Vorteil. Er klingt sehr sauber. Der Nachteil ist, es hat keinen eigenen Charakter. Es ist also ein sehr nüchterner Sound. Weiterer Nachteil des phasenlinearen Equalizers ist, er braucht Rechenzeit. Das ganze Signal wird ja leicht zeitlich in der Phase verschoben, also leicht zeitlich verschoben, dadurch verrutscht auch die Phase und das muss die DRW wieder ausgleichen. Wenn das nur bei einer Instanz von einem Plugin stattfindet, ist es kein Problem. Ne? Also kann man zum Beispiel auf dem Masterbus wunderbar einsetzen, wenn man da keine Färbung mehr vom Equalizer haben möchte, aber was bearbeiten möchte. Überhaupt kein Problem, kann man bei einer Instanz benutzen. Wenn du es aber auf jedem Kanal benutzt und sagen wir mal, du hast einen Mix mit 50 Spuren, dann kann das natürlich ganz schnell in die CPU-Kapazität einsteigen. Das heißt, deine CPU muss für jede von diesen Spuren natürlich die Latenz, die dieser Equalizer verursacht, wieder ausgleichen. Und 50 Mal, das kann dann schon ein bisschen so in die Rechenpower gehen. Das heißt, deine CPU kommt ins Schwitzen und vielleicht kann das auch zu viel für seinen Rechner sein. Das heißt, man muss abwägen, wo setzt man den gezielt ein. Der Nachteil ist also definitiv CPU-Power und ein nüchterner Sound. Wo du was einsetzt, ist letztendlich Geschmackssache. Wie so oft gibt es nicht besser oder schlechter, sondern nur gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und bei gefällt mir fällt mir ein, falls dir dieses Video gefallen haben sollte und du noch nicht Abonnent von diesem Kanal sein solltest und demnächst kein Video mehr verpassen möchtest, dann kannst du ja jetzt noch schnell auf den Abo-Knopf draufdrücken. Und ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verwirrt mit diesem technischen Hintergrund, aber ich glaube, mit dem Wissen, was wir heute erfahren haben, kann man doch gezielter nochmal daran wählen, welchen Equalizer man wann einsetzt und vor allem, wann man ihn vielleicht besser vermeiden sollte oder zumindest überprüft, ob er einen positiven oder einen negativen Einfluss aufs Signal hat. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!